Hallo liebe Leute, vorhin geht es um die Frage, warum die AfD nicht durchdringt. Wir sehen die Umfragen. Es sieht in Thüringen, Sachsen, es sieht nicht schlecht aus. Die AfD hat, ja, führt sogar, aber sie ist von der absoluten Mehrheit. Es wird wahrscheinlich nicht reichen, wie es im Moment aussieht. Und wenn wir uns jetzt die ganzen Geschehnisse angucken, nehmen wir allein Nord Stream. Es ist so schädlich für Deutschland. Es müssten doch logischerweise alle Leute nachfragen und sagen, ja, das kann ja nicht so weitergehen, als dass die Leute entweder AfD oder BSW wählen. Aber was sehen wir? Die Leute wählen mehrheitlich immer noch die Altparteien. Und man hat immer so das Gefühl, wenn man sich hier auf YouTube bewegt, ja, es ist alles, es läuft alles auf AfD und BSW raus. Es ist vollkommen klar, sie sind die Zukunft. Aber wenn man sich's anguckt, sind wir davon meilenweit weg. Das ist einfach der nüchterne Blick auf die Umfragen zeigt, dass wir davon meilenweit weg sind. Die CDU ist fast doppelt so stark wie die AfD, die CDU allein. Und jetzt stellt sich die Frage, warum dringt die AfD nicht durch? Jetzt auch die Sommerinterviews mit Pindu Kupala und alles Seidel. Anscheinend hat es nicht gereicht. Und jetzt die Frage, warum? Und vor allen Dingen, was kann man machen? Was kann man machen, dass sie durchdringen? Und hier ist erstmal wichtig die Bevölkerung. Es geht darum, was haben wir für eine Bevölkerung? Das heißt, die Medien schaffen es, die Bevölkerung so zu steuern, dass sie AfD und BSW nicht wählen. Weiterhin erfolgreich. Und natürlich eine Antwort ist, es sind zum Teil bösartige Menschen, die Grün wählen oder die irgendwas anderes wählen. Es sind Leute, die wissen genau Bescheid und sie wollen die Welt brennen sehen. Das gibt es. Und der Anteil ist wahrscheinlich relativ hoch. Also ich schätze den Anteil bösartiger Menschen, die immer noch, ja, die Welt brennen sehen wollen, die gefährlich sind, in dem Sinne, dass sie unser Leben bedrohen, unseren Wohlstand, unser Leben bedrohen, dass sie also für Anarchie und Chaos sorgen. Diesen Anteil würde ich bei ungefähr 20% sehen, also 20% der Gesamtbevölkerung. Das ist natürlich eine reine Schätzung, aber das ist, denke ich, eine traurige, aber eine realistische Schätzung. Das heißt aber auch, dass die anderen nicht so sind, dass man die anderen überzeugen kann. Und hier sind natürlich fließende Übergänge. Also wir haben sehr viele Mitläufer, denen es auch egal ist. Wir haben aber auch viele Leute, die weiterhin getäuscht werden. Und natürlich kann man sagen, es sind ja verantwortungslos, sie müssten sich mehr informieren. Aber man muss sich daran erinnern, also jedenfalls ich wurde auch lange getäuscht. Und es werden auch jetzt viele, die sich aufgeklärt halten, sie werden weiterhin getäuscht. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, wie kann das funktionieren? Also in Deutschland ist im Niedergang. Und es ist erkennbar, die Bevölkerung, sie hängt Narrativen nach, die schädlich sind für Deutschland. Also beispielsweise mit der teuren Energie in der Vergangenheit, mit der unkontrollierten Massenmigration. Sie tolerieren das alles. Oder jetzt mit der Ukraine, die Waffenlieferung an die Ukraine. Kein Gas aus Russland zu beziehen. Wie kann das sein? Wenn doch die Fakten klar sind und eigentlich die Leute sich informieren, ja, also es doch so viele Zweifel geben müsste. Und die Antwort ist, dass die Leute sind, wie sie sind. Also das heißt jetzt, die Leute, die die Medien steuern, sie wissen, wie die Bevölkerung funktionieren und sie wissen, dass die Medien als Machtinstrument funktionieren. Und wie geht das jetzt? Die Leute, und das gilt für viele, das gilt auch für mich. Früher habe ich genau den gleichen Fehler gemacht. Die Welt ist unglaublich komplex. Und wir versuchen zwischen den Zeilen zu lesen. Also wir versuchen eine Abkürzung zu nehmen. Also wir versuchen die Lage einzuschätzen und weil es zu kompliziert ist, nehmen wir nicht die ganzen Fakten, sondern wir versuchen zwischen den Zeilen zu lesen. Also was sagt der, wenn es alle sagen, dann wird schon stimmen. Und das sind solche ganz vielen kleinen Links, die gezielt gesetzt werden, wo aber die Bevölkerung nicht wahrnimmt, dass sie gesetzt werden. Das ist das eine. Also darauf bin ich auch reingefallen. Also ich habe bis vor 3 Jahren auch nicht geglaubt, es war für mich außerhalb der Vorstellungskraft, dass die US-Regierung gewusst hat, dass die Türme, ja, kaputt gehen, sozusagen. Wie auch immer, gesprengt, was auch immer. Es ist ja, ein Großteil der Trümmer ist ja verschwunden, also was da genau passiert ist, das ist eine andere Frage. Jedenfalls, ich habe erstmal die Motivation nicht gewusst,
Warum sollten sie das machen? Weil ich dieses ganze System nicht verstanden habe. Also es hat mir überhaupt nicht eingeleuchtet. Das ist ein Trick, dass die, also erstmal ist es ein Trick, dass die Leute nicht verstehen, dass die Großmedien ein Kartell bilden. Das ist das Allerwichtigste. Das haben auch in der AfD noch ganz viele nicht verstanden. Sie verstehen das Motiv nicht und sie gehen auf diese ganzen Links, die gesetzt werden. Die nehmen sie auf und merken es nicht. Also sie merken nicht, also sie gehen davon aus, dass jemand wahrhaftig ist und also er gar nicht dran denkt, dass jetzt nebenbei eine Bemerkung fallen lässt oder auch in Artikeln. Da gibt es ganz viele Beispiele, wo immer so in scheinbaren Nebensätzen die eigentliche Botschaft transportiert wird. Also es kommt immer eine große Überschrift und das ist ein Thema, wird aufgezeigt, um das scheinbar geht, aber das ist gar nicht die Wahrheit, worum es wirklich geht. Also bei Spiegel, bei Welt hat man immer diese Scheinüberschriften und dann ist immer in den Zeilen zwischendrin ist die eigentliche Botschaft versteckt, wo aber die Leser gar nicht merken, dass das die Botschaft ist, die sie lesen sollen, dass sie damit manipuliert werden, sondern sie glauben, es geht um das andere, was aber eigentlich nur der Aufhänger dafür ist, um die Propaganda zu verbreiten. Was hat das jetzt alles mit dem Interview zu tun? Mit Tino Chrupalla und Alice Weidel und so weiter und so fort. Und das Problem bei diesen Interviews ist, natürlich, man muss jetzt mit allem Respekt sagen, sie sind inhaltlich gut vorbereitet. Also sie können ihr Parteiprogramm abspulen, sie können da nicht auf Glatteis geführt werden. Das darf man auch nicht kleinreden. Dafür braucht es intensive Vorbereitung. Da muss man sich abstimmen, da muss Klarheit herrschen. Also da können sie nicht aufs Glatteis geführt werden, was ganz wichtig ist. Aber das Problem bei den Interviews ist, dass die Bevölkerung dadurch nicht genug alarmiert wird. Also das Problem ist, dass Tino Chrupalla und Alice Weidel, sie sind in so einer Art Verteidigungsmodus. Also sie sind eigentlich fokussiert, keinen Fehler zu machen. Also sie denken dran, okay, ich gehe jetzt in das Interview und ich eröffne keine Schwachstelle. Ich kann alle Fragen beantworten. Die eigentliche Zielsetzung sollte aber offensiver sein. Die großen Medien vor der Bevölkerung zu zerstören. Die großen Medien zu entblößen und dadurch die Leute wegzubringen. Und das ist eine vollkommen andere Zielsetzung. Und das Gute ist, wenn man diese offensivere Zielsetzung verfolgt, dann schützt man die AfD auch gleich mit. Also das ist da mit drin. Und was heißt das jetzt? Wenn, so wie es jetzt läuft, das Problem ist, auch beispielsweise jetzt bei dem Interview mit Tino Chrupalla, frag selbst, es sind bodenlose Unverschämtheiten, die dieser Mann von sich gibt. Und wenn man das anguckt, das spürt man erstmal nur. Man spürt, dass es gemein ist, dass es ungerecht ist. Aber man kann es nicht verbalisieren. Aber jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Und das ist das, womit die Medien arbeiten. Also man wird sozusagen geknebelt. Also man muss sozusagen diese Fragen akzeptieren, weil man nicht sofort eine Antwort weiß. Dann legitimiert man das Verhalten und dann landen die Medien im Punktsieg. Das heißt, es sind Schachzüge. Es sind Schachzüge mit einem Risiko. Das heißt, beispielsweise jetzt bei Frag selbst, da sagt der Moderator, wirft so Formulierungen ein wie der AfD die Bühne geben. Und er stellt merkwürdige Fragen, was ist für sich rechtsextrem? Und ihr habt auch bereits viele Fragen geschickt. Eine, die uns sehr häufig erreicht hat, war, und deswegen möchte ich ausnahmsweise schon vorher mal stellen und selbst beantworten, warum gebt ihr der AfD überhaupt die Bühne? Dazu muss man wissen, zu den ARD-Sommerinterviews und zu Frag selbst sind der Bundeskanzler sowie die Parteivorsitzenden aller in Fraktionsstärke im Bundestag vertretenen Parteien eingeladen. Das sind aktuell SPD, CDU, CSU, die Grünen, die FDP und die AfD. Dass sie alle zu Wort kommen, das ist Teil unserer Demokratie. Und außerdem ist natürlich auch unsere und dann auch eure Frage, Aufgabe, mit kritischen Fragen sie zu konfrontieren. Dazu gibt es jetzt hier die Möglichkeit. Aber Herr Chrupalla, wir sehen, diese Frage, die erreicht uns sonst nicht. Wie erklären Sie sich denn, dass die AfD so kritisch beäugt wird? Ich finde es viel kritischer oder viel erstaunlicher, dass man sich als Medium, als öffentlich-rechtliches Medium auch noch rechtfertigen muss, dass man eine demokratisch gewählte Partei... Wir rechtfertigen uns nicht, wir erklären uns. Ja, das ist schon ein Stück weit Rechtfertigung, wenn man diese Fragen bekommt. Ich halte das als ein ganz normaler demokratischer Grundsatz, dass man die Parteien, die im Bundestag vertreten sind, auch zu Interviews und auch zum Sommerinterview einlädt. Also von daher finde ich das schon sehr erstaunlich. Ja, insgesamt könnte ich ja die Frage auch umgekehrt stellen, warum geben Sie den Grünen die Plattform, die ja für mich aktuell die gefährlichste Partei Deutschland. Es geht ja nicht darum, welche Fragen wir uns stellen, sondern die reinkommen. Und ja, da kam sehr häufig die Frage, warum der AfD? Bei den Grünen kommt das nicht so. Ja, aber egal, wir starten mal in die Fragen und fangen an mit einer Frage von Erika, die über YouTube uns geschrieben hat.
Herr Kropala, wann ist für Sie jemand rechtsextremistisch? Extremistisch ist für mich, ob links, rechts oder auch religiös betrachtet, jemand, der erstens die freiheitliche, demokratische Grundordnung mit Gewalt abschaffen will, beziehungsweise auch gegen unser Grundgesetz mit Gewaltfantasien dagegen vorgeht. Skadi Bosse schreibt auf Instagram: Wie stehen Sie dazu, dass Ihre Partei in Teilen rechtsextrem ist und auch so eingestuft wird? Und warum äußern Sie sich nicht kritischer dazu? Das wäre ja zum Beispiel ein Punkt, wenn ich komme aus Sachsen, unser Landesverband wird vom Verfassungsschutz als rechtsgesichert, rechtsextrem eingestuft und wir bekommen de facto nicht mal die Urteilsbegründung zugeschickt. Also wir wissen nicht mal, was die Gründe konkret sind. Also kann man sich auch schlecht wehren. Das wäre so, als wenn ich Sie sozusagen als gesicherten Dieb bezeichnen würde und Sie wissen nicht, wo Sie jemals gestohlen oder geklaut haben. Also das sind eigentlich Dinge, die in einem Rechtsstaat unmöglich sind. Deswegen klagen wir dagegen, deswegen müssen wir dagegen vorgehen. Wir sehen aber, dass der Verfassungsschutz politisch instrumentalisiert wird, um ins einzuhalten, aber es gelingt immer weniger. Vielleicht ist ein Grund, dass die AfD-Fraktion unter anderem ungefähr 100 Mitarbeiter beschäftigen, die vom Verfassungsschutzämtern verschiedenen als extrem eingestuft werden. Ja, nochmal, ich habe es ja gerade gesagt, wie der Verfassungsschutz agiert, was auch Mitarbeiter angeht. Ich denke, gerade ich kann für die Bundestagsfraktion sprechen. Ich bin dort Fraktionsvorsitzender mit Alice Weidel zusammen. Wir haben dort sehr motivierte und gute Mitarbeiter und vor die stelle ich mich auch. Und wenn wir dort solche Tendenzen sehen würden, die das bestätigen, dann würden wir uns auch von denen trennen. Es gibt Gerichte, die aber das bestätigen, dass das so ist bei der AfD, dass sie rechtsextrem sind in diesen Landesverbänden. Nochmal, es gibt kein Gericht, es gibt die Landesämter für Verfassungsschutz, die das behaupten. Wir bekommen nochmal in Sachsen nicht mal die Begründung. Wir gehen dagegen vor. Gerichte bestätigen den Verfassungsschutz. Nein, bestätigen sie eben noch nicht. Deswegen klagen wir ja auch dagegen. Das ist eine Behauptung des Verfassungsschutzes. Es gibt noch kein Gericht, das bestätigt hat, dass der Landesverband gesichert rechtsextrem ist. Das stimmt nicht. Das Oberverwaltungsgericht Münster bestätigt, dass es sehr gut ist, Sie genau aus dem Grund im Auge zu behalten. Im Auge zu behalten ist aber ein großer Unterschied. Und im Auge behalten kann man durchaus tun. Das sollte man tun, wenn man das möchte. Wir werden das Gegenteil beweisen, weil, wie gesagt, und das sehen ja auch immer mehr Bürger und Wähler so. Und von daher, denke ich mal, ist das die höchste Form der Demokratie. Dann noch mal ganz kurz zurück auf die Frage, die auch da Teil war. Warum setzen Sie sich da nicht intensiver mit auseinander? Also versuchen das zu ändern, anstatt zu erklären, warum es im Prinzip das Thema nicht gibt. Ja, noch mal, wir tun es ja. Wir wehren uns also allererstes gegen diese politisch motivierte Einstufung, die natürlich von Innenministern veranlasst wird und auch von Verfassungsschutzämtern, die politisch ganz klar indoktriniert sind, die Parteibücher haben, SPD, CDU, die natürlich wollen, dass eine starke Opposition eine Alternative klein eingehalten wird. Damit beschäftigt man uns. Aber immer mehr Wähler merken das, durchschauen das, vor allem im Osten. Und von daher werden wir das auf demokratischer Ebene lösen. Ich gehe mal zur nächsten Frage weiter. Und zwar von Frau Elbwill, schreibt auf Facebook. Meine Frage: Wie steht man zu den rechtsradikalen Strömungen in der eigenen Partei und warum lässt man diese gewähren, anstatt entsprechende Mitglieder rauszuwerfen? Also das eine ist zu sagen, was Sie gerade gesagt haben, wir wehren uns gegen die Einschätzung. Mhm. Aber was machen Sie denn konkret gegen Mitglieder, die sich entsprechend verhalten? Also als allererstes gibt es bei uns keine rechtsradikale Strömung in der Partei. Das muss ich entschieden zurückweisen. Und wenn es Mitglieder gibt, und es gibt durchaus diese Fälle, dann trennen wir uns natürlich von diesen. Das ist in der Vergangenheit passiert. Und sollte das in der Zukunft passieren, wird das auch der Fall sein. Die AfD-Mitglieder, die bei dem Treffen in Potsdam dabei waren, ja. Inwiefern trennen Sie sich von denen? Inwieweit sind das für Sie Rechtsradikale? Wenn man bei einem Treffen teilnimmt, wo man über die Frage spricht, ob man deutsche Staatsbürger außer Landes bringen kann. Nochmal, kein AfD-Mitglied, was dort vor Ort war, im Übrigen waren mehr CDU-Mitglieder dort vor Ort, hat davon gesprochen, dass dort deutsche Staatsbürger außer Landes gebracht werden sollen. Diese Lügengeschichte ist in sich zusammengebrochen und die weise ich auch zurück, wenn es der Fall gewesen ist. Ist sie nicht. Doch, ist sie, sehr der wohl. Satz steht noch, es wurden viele Dinge ja, noch richtig mal. Überprüft, es wurden dort, der Satz es, steht noch drin. Es wurden dort diese, in der Korrektivrecherche, die man ja im Netz noch lesen aber kann. Diese Aussage kam von keinem AfD-Mitglied, das muss man ja unterscheiden. Das war im Übrigen auch keine AfD-Veranstaltung, auch das muss man einfach der Ehrlichkeit halber einordnen, von mehreren Mitgliedern der CDU, von einigen Mitgliedern der AfD und auch von Parteilosen. Wir gehen mal weiter, weil wir jetzt sehr in unsere Diskussion hier gekommen sind. Wir wollen ja hier die Fragen auch der User stellen. Antonia schreibt auf Facebook: Wieso stellen Sie sich als AfD wie eine Partei für den kleinen Mann dar, machen aber auf wirtschaftlicher Ebene Politik wie FDP und CDU?
Also wir machen sehr wohl, und das sieht man ja auch in den aktuellen Wahlergebnissen, Politik für die wertschöpfende Bevölkerung, für Familien. Das ist auch unsere Entlastungspolitik, was Steuerpolitik zum Beispiel angeht. Wenn wir ganz klar sagen, wir wollen wieder, dass Kernkraftwerke zum Beispiel ans Netz kommen, wir wollen wieder, dass russisches Gas geliefert wird, damit würden wir sofort für den kleinen Mann Entlastungen bringen, indem sich nämlich der Gaspreis halbiert. Und das betrifft jeden, der Gas für seine Heizung benötigt. Und ganz absurd ist ja, dass der Moderator einen Monolog hält am Anfang. Also sagen, eine Frage aufgreift und sagt, ja, die wurden uns ganz häufig gestellt. Und dann die Frage selbst beantwortet, ja, wir sind die guten Öffentlich-Rechtlichen. Wir geben der AfD trotzdem die Bühne, sozusagen, weil es ja unser Auftrag ist. Und sie sich dann auch noch als gut hinstellen. Und der Trick hierbei ist, indem diese Meinung von den Zuschauern dargestellt wird, wird sie legitimiert. Und der Propagandatrick ist die, es glauben ganz viele. Er sagt ja, der Moderator sagt, es sind ja ganz viele Leute, die das fragen. Dadurch erscheint es dem Zuschauer so, das ist normal. Wenn es ganz viele sagen, also die Öffentlich-Rechtlichen sollen den Auftrag nicht erfüllen, dann denkt der Zuschauer, ja gut, das ist normal und gewöhnt sich dran. Und hier hängt es wieder auch ab von der Bevölkerung. Und die Bevölkerung, bei Leuten wie mir funktioniert sowas nicht. Also, oder bei vielen funktioniert es nicht. Aber man muss akzeptieren, man muss erkennen, es ist nicht das Entscheidende, was jetzt bei einem selbst funktioniert oder nicht funktioniert, sondern man muss erkennen, 70% der Bevölkerung nehmen das hin. Und die stoßt sich daran nicht. Die haben da kein Problem damit und die wählen die Altparteien. Das ist einfach der Fakt. Und das heißt, wenn man jetzt diese Fragen so stehen lässt, das reicht nicht. Sondern Tino Chrupalla, es sind ja Schachzüge von dem Moderator. Also er bringt diese Unverschämtheiten und das birgt ein Risiko, weil Tino Chrupalla kann diese Formulierungen aufgreifen und vor der Öffentlichkeit sezieren, was diese Formulierungen bewirken. Und er sollte dabei so vorgehen, dass er nicht sagt, sie wollen das und das machen. Sie wollen, weil das ist kein Beweis. Das ist, man sagt, sie wollen, das ist eine Unterstellung. Sondern man sagt, es wird das und das bewirkt. Und dann kann jeder drüber nachdenken. Und diese Formulierung und auch diese Frage zum Beispiel mit dem Rechtsextremismus, was ist für sie Rechtsextremismus? Das ist der perfekte Aufhänger dafür, dass man deutlich macht, dass es ein suggestiver Propagandabegriff ist mittlerweile. Dass auf eine feste Definition gezielt verzichtet wird, dass die ursprüngliche Definition war, dass mit Gewalt der Staat abgeschafft werden soll, der demokratische Staat abgeschafft werden soll. Und hier könnte man aufzeigen, indem diese Frage überhaupt gestellt wird, dass dieser Begriff ein Gummibegriff ist mittlerweile und möglichst alles mit reingezogen wird, um eine Verbindung zu Hitler aufzustellen. Also man würde es dann so formulieren, indem dieser Begriff gegen uns verwendet wird, wird zwischen uns und Hitler eine Verbindung hergestellt. Und Hitler wird damit verharmlost. Und dann könnte Tino Chrupalla aufzeigen, dass die Öffentlich-Rechtlichen, dass auch dieser Moderator dem nicht entgegenwirkt. Und natürlich, dann wird der Moderator das ganze Framing auspacken mit der AfD, mit dem Rechtsextremismus und so weiter. Und das ist jetzt genau dieser Kampf, der ausgefochten werden muss. Und den man so ausficht, indem man die Glaubwürdigkeit der Medien in Zweifel zieht, durch Fakten. Indem man beispielsweise deutlich macht, dass in der Ukraine rechtsextremistische Umtriebe stattfinden, die klar nazihaft sind, die großen Medien nie erwähnen. Dass die Bevölkerung in der Ostukraine schikaniert wurde, dass dort Nazi-Bataillone umtriebig waren, die dann in die reguläre Armee eingliedert wurde. Also man kann ganz klar sagen, weil man kann es auch die Beweise nachreichen, man kann sagen, die Ukraine, es ist ein Nazi-Regime. Ein Nazi-Regime ist ein Regime, das nationalsozialistische Bestrebungen fördert oder unterstützt, erduldet oder unterstützt. Und das ist bei der Ukraine ganz klar gegeben und sie haben darüber nicht berichtet. Und das, wenn man sowas sagt, und das sind Fakten, die kann man beweisen. Jetzt alles aufzumachen, guckt euch den Antispiegel an. Wichtig ist, dass sich die AfD-Vertreter auch informieren über die Fakten. Und das Problem ist, dass die AfD-Vertreter selbst auf die Propaganda reingefallen sind, dass die Öffentlich-Rechtlichen oder die großen Medien, dass es Medien sind, über die man sich informieren kann. Und das ist auch man fällt auf diese ganze Propaganda der Öffentlich-Rechtlichen rein. Sie sind kein Medium, über das man sich informieren kann. Sondern sie verbreiten Propaganda. Es ist die Lügenpresse. Und das kann man beweisen. Und man kann darauf nichts geben. Und das kann Tino Chrupalla auch erklären. Dass die Öffentlich-Rechtlichen auf eine Art und Weise berichten, dass sie keine Grundlage sind, um sich ein Urteil zu bilden.
Zum Beispiel, wenn jetzt der Moderator die Frage stellt, ist Russland für Sie eine Demokratie oder ist Putin so und so? Dann ist die korrekte Antwort von Tino Kupala: Ich habe darüber keine Information. Ich kann darüber kein Urteil erlauben, weil die großen Medien hier, die öffentlich-rechtlichen, sie erfüllen ihren Auftrag nicht. Sie sind ein Propagandainstrument. Sie berichten einseitig. Ich kann mir kein Urteil bilden auf das, was Sie hier erklären. Natürlich ist es sinnvoll, es möglichst vorsichtig zu formulieren. Aber es muss ganz klar die Botschaft rüberkommen: Aufgrund Ihrer Berichterstattung kann ich mir kein Urteil bilden. Ich kann mir über die ganze Welt kein Urteil bilden, aufgrund der Informationen, die Sie mir geben, weil Sie mich aufs Kreuz gelegt haben in der Vergangenheit. Sie die Bevölkerung aufs Kreuz legen. Und das muss man auch genauso alarmierend sagen. Und das Wichtige ist, dann wird natürlich jetzt, dann ist natürlich die Angst da an der AfD: Oh nein, jetzt die Presse wird beschimpft. Wir beschimpfen die Presse. Und das ist ja ganz gemein. Und das Entscheidende ist hier, dass man sich alles beweisen kann. Das heißt, man sagt immer nur Sachen, die man belegen kann. Und dass die großen Medien hier ein Informationskartell bilden und sie lügen, sie gemeinschaftlich die Bevölkerung belügen, nicht nur Lücken lassen, das natürlich auch, das ist auch ganz schrecklich, sondern sie auch die Bevölkerung belügen. Und ein gutes Beispiel ist beispielsweise Butscha. Es ist vollkommen offensichtlich, dass Butscha eine Inszenierung war, um die Verhandlungen in Istanbul zu torpedieren. Und das ist auch durch die Fakten, durch die Abläufe beweisbar. Und das ist auch allein beweisbar, dass es immer noch keine offizielle Liste der Toten gibt seitens der Ukraine und dass eine Untersuchung seitens des Westens der Ukraine, eine offizielle, unabhängige Untersuchung abgelehnt wird. Und wenn man sowas sagt in Interviews, natürlich, dann kommt jetzt der Einwand: Ja, das wird rausgeschnitten. Das wird rausgeschnitten. Aber das können sie nicht. Sie können nicht beliebig rausschneiden. Das heißt, wenn man dieses Ziel verfolgt, die Medien zu zerstören, öffentlichkeitswirksam, dann ist das möglich, dann können sie es. Die einzige Möglichkeit, die ihnen bleibt, ist, die AfD nicht mehr einzuladen. Aber wenn sie das machen, dann fällt das auf und dann gucken die Leute nach dem Original. Und Sinn von diesen Interviews, die AfD einzuladen, ist ja, die Bevölkerung zu sättigen. Der Bevölkerung das Gefühl zu geben: Ihr wisst jetzt über die AfD Bescheid, ihr müsst euch nicht weiter informieren, ihr müsst nicht ins Internet gucken. Wichtig hierbei ist aber natürlich, dass alle AfD-Leute zusammenstehen. Und dass man nicht einzelne Leute versuchen, um die eigene Reichweite zu erhöhen, die Moderatoren zu schonen. Sondern da müssen alle AfD zusammenhalten. Da müssen alle, also das muss auch den, das ist auch das Problem, dass es den Mitgliedern nicht bewusst ist, dass wenn man auf Medienkritik verzichtet wird, was leider geschehen ist, es eine Form der Korruption ist. Geben und nehmen. Ich schone euch, ihr gebt mir Reichweite und Popularität. Ihr berichtet dann milder, als ihr es vielleicht auch berichten könntet. Sondern es müssten alle zusammenhalten. Jedenfalls muss man jede Aktion von den großen Medien, jede Frage muss man als einen Schachzug begreifen, bei denen es um die Vernichtung der AfD geht. Oder um Vernichtung von BSI oder überhaupt Vernichtung von jedem, der US-Geostrategie nicht vollumfänglich bedient. Die großen Medien in Deutschland sind ein militärisches Instrument und waren das auch schon immer. Die waren das seit 1918. Und das wenn die Bevölkerung das begreift, dann wirkt es nicht mehr. Aber dann muss man eben aus dem Verteidigungsmodus raus und der Bevölkerung das vermitteln, dass wir es hier, dass mit der freien Presse, dass es ein völliger Unsinn ist, sondern dass wir es hier mit einem Informationskartell zu tun haben, mit einem Militärinstrument, das dazu da ist, die Leute dazu zu bringen, US-Geostrategie gut zu finden und abzunicken. Das ist der einzige Sinn und Zweck. Natürlich gibt es auch, natürlich, die Leute werden bei allen ihren negativen Eigenschaften abgeholt. Das ist also, es werden sämtliche psychologische Tricks ausgespielt durch die großen Medien. Und natürlich auch die Bösartigkeit, der Neid, die Destruktivität, Strömungen, negative, destruktive Strömungen werden aufgegriffen und stark gemacht. Und das muss die Bevölkerung eben begreifen. Und dafür muss man aber in den Interviews sie mehr alarmieren, die Bevölkerung, aus der Verteidigungshaltung raus und sie alarmieren. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.